So, du kennst mich. Wenn ich mich melde, melde ich mich mit einer persönlichen Videobotschaft und mit echten News. Die News diesmal sind ziemlich cool und haben mit meinem Podcast Projektmanagement on Demand zu tun. Und zwar habe ich mich mit dem PMI zusammengeschlossen, um rauszufinden, hey, wie schaffst du es, indem du meinen Podcast hörst, auch dafür PDUs zu claimen? PDUs, erzähle ich dir nichts Neues, brauchst du, um deine Zertifizierung zum Beispiel als PMP zu verlängern, ohne dafür nochmal eine Prüfung zu müssen. Wie geht jetzt das Ganze? Wenn du dem Link im Newsletter gefolgt bist, dann landest du, ich lege mich mal unten links ab, auf genau dieser Seite hier, nämlich mit einer Übersicht aller Podcast-Skripte, aller Folgen. Und jetzt sind hier die Skripte gar nicht so sehr interessant, du weißt wahrscheinlich, wie du auf die zugreifst, sondern der Teil hier, die letzte Spalte, PDUs, die du claimen kannst und wie das Ganze funktioniert. Hier sind jetzt in der Tabelle alle Folgen, alle Podcast-Folgen aufgeführt und welche und wie viele PDUs du claimen kannst. Wie viele, das ist die 1 oder die 0,5, welche, hier geht es um die Kategorien Strategic, Leadership und Technical. Und wenn du weiter runter scrollst, ganz ans Ende der Tabelle, findest du noch ein Beispiel zum Copy-Pasten auf besagtem Link. Und zwar nimmst du einfach alles, was hier steht, von Provider bis zur URL, klickst dir auf den Link, das ist derselbe Link wie in deinem Newsletter. Und hier kopierst du einfach alles, was du jetzt in der Zwischenablage kopiert hast, in das Description-Feld. Und dann kannst du hier Stück für Stück alles rauskopieren. Den Provider, der kommt ins erste Feld. Projektmanagement-Botschaft Chris Schiebel. Das kennt der nicht, also hier nichts von dem Dropdown auswählen. Genauso wie den Titel ins nächste Feld. Dann kannst du hier alles löschen. Und in der Description bleibt nur noch, welche Podcast-Folge oder Folgen du gehört hast. Und ganz wichtig, dieser Teil inklusive Skript und Vorlagen, Templates und diesem Link. Dann wird nämlich auch klar, hey, das ist hier kein Larifari, sondern hier geht es wirklich darum, dass du was mit in dein Projekt nimmst. Und dann kopierst du nur noch die URL hier raus. Die kommt in dieses Feld, trägst ein, wann du den Podcast gehört hast, zum Beispiel heute. Und aus der Tabelle von zuvor weißt du, wo du wie viele PDUs zuordnen musst. Nehmen wir mal an, hier eins für Leadership. Dann klickst du auf I agree. Damit stimmst du zu, dass alle deine Angaben korrekt sind und klickst auf Submit. Und dann solltest du binnen einer Stunde, maximal zwei, das Approval, die Bestätigung bekommen, dass die PDUs angerechnet wurden. Und das geht dann direkt auf dein Dashboard, hier beim PMI. Und dort siehst du dann, wenn du auf Certifications Report PDUs gehst, wie viele PDUs du schon gesammelt hast und was dir noch fehlt. Und so kannst du theoretisch auch gezielt Podcast-Folgen hören, um deine drei Buckets Technical, Leadership und Strategic in Business vollzumachen. Wenn da irgendwas nicht klappt und du Fragen hast, meldest du dich bitte. Ansonsten sehr gerne weitersagen. Jetzt lohnt es sich noch viel mehr, diesen Podcast zu hören und weiter zu empfehlen. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich wie gewohnt mit den Worten auf zur Brillanz.